Jens, es geht los. Ihr spielt gegen Bayern 04 Leverkusen. Freust du dich schon? Ja, ist sicherlich ein interessantes Spiel für uns. Gerade für mich natürlich, weil ich von Leverkusen ausgeliehen bin. Und natürlich viele Freunde dort, die dann auch das Spiel natürlich gucken werden. Die Familie natürlich auch. Und von daher denke ich, wird es für mich persönlich ein gutes Spiel, aber auch natürlich für die Mannschaft ein interessantes. Hast du überhaupt mal ein Spiel gegen Bayer Leverkusen schon gemacht? Nee, im Profigeschäft noch nicht. In der Jugend mal früher, aber im Profigeschäft glaube ich noch nicht, nee. Gab es schon Kontakt? Hast du schon Stefan Reinhardt angerufen und dir geheime Insider-Informationen überspielen lassen? Ja, wir haben vor zwei Tagen mal telefoniert und er sagte aber, die haben jetzt heute erstmal das UEFA Cup-Spiel gegen Trondheim und danach wissen sie erst genaueres, wie sie spielen wollen. Und ja, aber er sagt, dass sie eine gute Mannschaft haben, was ja auch so ist. Und dass sie gegen uns natürlich unbedingt gewinnen müssen nach den zuletzt nicht so berauschenden Ergebnissen. Wie wollt ihr das Spiel angehen? Ich vermute mal, dass wir es ähnlich machen müssen wie gegen Hamburg, dass wir defensiv sehr kompakt stehen, sehr aggressiv dann sind und dann in Kontern auf unsere Chance warten. Hast du schon angesprochen, Leverkusen muss unbedingt gewinnen. Ist ein bisschen eine unangenehme Situation für euch, dass die jetzt so schlecht in die Liga gestartet sind wahrscheinlich. Ja, das wird sich zeigen. Ich glaube, dass Leverkusen eine Mannschaft ist, die eine sehr hohe Qualität hat, aber das bisher noch nicht so hundertprozentig abrufen konnte. Und ja, es wird sich zeigen, ob sie gegen uns dazu bereit sind. Sind Leverkusen schwieriger für junge Spieler, sich durchzusetzen? Du wolltest unbedingt weg, weil du wenig Chancen gesehen hast. Marcel Risse hat jetzt auch nochmal die Flucht ergriffen, um es zu formulieren. Ist es einfach anhand der prominenten Konkurrenz schwieriger dort? Ja, ich glaube, das ist einfach die Qualität sehr hoch in Leverkusen. Ich glaube schon, dass man sich auch junger Spieler da durchsetzen kann. Ich glaube, die Mannschaft, genau, in Leverkusen ist ja auch nicht so alt. Aber jetzt für mich oder auch glaube bei den anderen war es halt einfach so, dass die Konkurrenz so hoch war, weil Leverkusen natürlich auch eine überdurchschnittliche deutsche Bundesliga-Mannschaft ist. Und ja, deswegen denke ich, glauben, dass viele Spieler aus der eigenen Jugend den Weg über die Ausleihe suchen. Ja. Hast du bisher nicht bereut? Nee, bislang kann ich es jedem empfehlen, habe es bisher als absolut positiv empfunden und ja, kann es jedem empfehlen. Auswärts tut euch ein bisschen leichter, zumindest scheint es so momentan. Oder ist das einfach nur eine Momentaufnahme? Ich denke, dass es eine Momentaufnahme war. Wir haben ja jetzt erst ein Heimspiel gehabt, von daher glaube ich, kann man da noch nicht so viel drüber sagen. Prinzipiell war es jetzt, dass auswärts eigentlich ganz gut gelaufen ist, dass wir da natürlich tief stehen konnten und dann, glaube ich, mit unseren schnellen Spielern, die wir haben, auch gut kontern konnten. Und ja, ich hoffe, dass es klappt dann gegen Leverkusen wieder. Pünktchen wäre in Ordnung. Ich denke, für uns wäre ein Punkt in Leverkusen ein Erfolg, aber natürlich nehmen wir auch gerne drei mit.